So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Wir sind angelangt im Kapitel 3 von der Kampfherausforderung. Wir müssen jetzt also drei Team Go Rocket Rüpel besiegen. Ich muss mich mal hier herstellen, der Wind geht schon wieder so pfiffig. Rettet drei Krypto-Pokémon. Verwendet drei Power-Ups bei Pokémon. Wie gesagt, was heißt rette drei Krypto-Pokémon? Bisher stand da immer, erlöse drei Krypto-Pokémon. Retten heißt vielleicht, dass ihr die aus dem Ballon fischen müsst oder wie? Ich weiß es nicht. Drei Power-Ups, drei Team Go Rocket Rübel. Wir wollen jetzt aber erstmal, eigentlich wollen wir erstmal hier zum Raid laufen. Der ist nämlich hier unten an der Brücke der Technik, an der X-Raid Arena. Wir wollen auch wieder ein Kiure mit in die Folge einbauen. Hier ist aber komischerweise nicht nur der dreckige Wind, sondern hier ist auch ein Rocket-Ballon mit einem Boss drin. Ich suche mir mal kurz irgendeinen Platz und dann werden wir mal den Boss erledigen. So, ich sitze jetzt gerade hier irgendwo auf dem Boden, es ist also Boss Cliff und wir probieren das jetzt mal aus. Wir machen den Rocket-Radar halt jetzt weg und schauen mal, ob das jetzt für die Aufgabe dazu zählt, wenn wir das aus dem Ballon bekommen oder ob wir es trotzdem einfach nur erlösen müssen. Ich weiß gar nicht, was ich sonst immer genommen habe. Ich glaube, Regirock. Regirock habe ich immer genommen. Was kann er sonst noch haben? Die meisten nehmen halt Lucario. Ich probiere es jetzt einmal fix mit Regirock und dann habe ich immer mal noch ein Despotar genommen, genau, und ein Kyogre für eine bunte Mischung. Jetzt hat das nicht mal volle Energie, dieser Gräbel. Wir heilen das mal. Und es ist so scheiß windig immerzu da hinten. Ich hoffe, dass es hier jetzt ein bisschen geht. So, lassen uns mal überraschen. Ich hoffe, der Ramses ist nicht eingerostet, weil wir haben das schon so ewig nicht mehr gemacht. Slimer ist ja auf jeden Fall mächtig heftig, ne? Es macht aber mehr Schaden bei uns als wir bei ihm. Wir nehmen trotzdem Steinkante, es wehrt ja ab. Wir bräuchten jetzt also eigentlich gar nichts drücken. Machen wir aber trotzdem. Ja. Dann macht es seinen Move. Das kann er ruhig machen. Wir lassen es auch mal durchgehen. Ich meine, ich glaube nicht, dass es jetzt so ultra hardcore reinhaut. Okay, sehr effektiv, wunderbar. Dann hoffe ich, wir schaffen trotzdem noch unseren zweiten Move. So, jetzt ist das zweite Schild wenigstens weg und wir können mit allem, was wir haben, draufhauen. Ich glaube auch, ich würde jetzt weitermachen mit, wir haben sogar noch einmal die Steinkante geschafft. Jetzt sehen wir ja, wie Steinkante so wirkt. Danach entscheide ich, ob ich halt an Despotar oder Kyogre reinhole. Ich würde mich aber, glaube ich, für Kyogre entscheiden. Lassen das jetzt hier über Bord gehen. Es ist schön, dass er seine Attacke jetzt dafür noch verbraucht. Deswegen hole ich als nächstes trotzdem Kyogre rein, weil das, glaube ich, schneller mit seinen Attacken da ist und eben auch viel aushält. Hier, guck mal, dreimal drauf gewamst, dann ist das Vieh in der Ecke. Jetzt sind wir auch gleich fertig hier, Elektro, das ist natürlich jetzt scheiße. Aber wir können ja noch wechseln. Und bevor unser Fisch gegrillt wird, wechseln wir natürlich auf unser Despotar, haben jetzt, es hat natürlich nicht funktioniert, wechseln auf unser Despotar, hauen jetzt noch ein bisschen drauf. Das dürfte uns jetzt nicht so sehr treffen. Er ist halt trotzdem effektiv gegen uns. Wie unfair ist die Welt, bitteschön. Jetzt macht er auch noch einen Move. Wir machen aber auch einen Move. Schilden vorher kurz. So, einmal abgewehrt, einmal Steinkante. Den ersten komplett versaut, komplett daneben gewischt. Und ich sehe auch, die Kamera macht gleich schlapp. Der ist auf jeden Fall weg. Jetzt kommt es darauf an, was er als drittes hat. Auch ein Despotar, da müssten wir ja mit Kyogre eigentlich gut aufgestellt sein. Haben auch noch ein Schild. Er hat kein Schild mehr. Wir sind sehr effektiv. Bis der seine Attacke voll hat, haben wir ihn bestimmt schon weggerotzt. Also das ist jetzt keine große Hürde. Ja gut, hat jetzt nicht so reingehauen, aber wir haben ja noch einmal unser Schild. Das werden wir auf jeden Fall nutzen, wenn es überhaupt dazu kommt. Ja. Und er hat seine Attacke immer noch nicht voll. Wir haben schon wieder den Surfer. Also das sehr gut gemacht. Mit diesem Team bin ich eigentlich meist erfolgreich. Egal welcher Rocket Buster kommt, welcher Leader. Eigentlich
bezwinge ich die immer damit. Aber alle schwören halt auf ihr Lucario. Ich habe das trotzdem dann immer mit Regirock gemacht. Guck mal, was der hinterlässt. Natürlich das Slimer, was auch sonst. Fangen das Slimer noch ein. Und heißt retten. Retten zählt erst, wenn wir es gefangen haben. Weil sonst nehmen die es ja wieder mit, ne, wenn wir es nicht fangen. Wir fangen es mal, gucken, ob es mal dazu zählt. Wenn es nicht dazu zählt nach dem Fangen, dann lösen wir das und gucken, ob es dann dazu zählt. Dann weiß ich ja auf jeden Fall, ob es jetzt um Ballons geht oder ob es nur um Pokémon erlösen geht. Dann brauche ich ja rettet drei Krypto-Pokémon und es hat dazu gezählt. Sprich, ihr braucht nicht erlösen, ihr müsst einfach drei Stück fangen. Aber sicherlich vom Ballon. Ich glaube nicht, dass das bei einem normalen Vieh geht. Ja, das ist ja sowieso, besiege drei Rüpel und sozusagen besiege drei Ballons, heißt das ja dann. Gut, das dauert noch ein bisschen, wir ziehen jetzt trotzdem weiter. Wir müssen nämlich jetzt zum Raid, sonst verspäte ich mich gleich und der Extrem dreht durch. So, der ist auf jeden Fall auch down, aber ihr seht, da wird es schon ein bisschen knapper. Das waren nämlich jetzt nur die sechs Roten, die sind nämlich die Schwächsten. Da passiert eigentlich, weiß ich nicht, ich glaube, die haben sogar mit dem Friedhof gekämpft die ganze Zeit. 1995 ist auch wieder schlecht. Wir checken mal kurz die anderen aus. 1998, 2007, 1976, 1965 und 1972. Diesmal hat der Große nicht das Beste. Das werden wir aber jetzt auch noch fangen. Und dann müssen wir im Prinzip noch zwei Ballons suchen. Die wechseln ja alle 6 Stunden, beziehungsweise können alle 6 Stunden auftreten. So, das Lustige ist, hier ist ein Rocket Stop und da fliegt auch schon wieder so ein lustiger Ballon und auf einmal ist das halt einfach Arlo. Wieso das denn? Ich dachte jetzt, wo der Radar weg ist, kommt der Rüpel raus, aber irgendwie wird der Radar oben immer noch angezeigt. Entweder hatte ich zwei und die stapeln sich oder ich habe keine Ahnung, was passiert. Aber wir wollen natürlich keine Herausforderung scheuen, uns nicht. Das heißt, wir werden jetzt erstmal den Arlo besiegen. Und ich schwöre wieder auf mein Team, was ich vorhin hatte, mit Regirock, Despota, Kyogre. Die drei nehmen wir einfach wieder mit rein. Ich habe keine Ahnung, was er hat. Ich habe mich nicht informiert. Ich lasse mich einfach überraschen. Versuchen auf jeden Fall mit dem Tanzer. Wir suchen auf jeden Fall mit dem Regirock jetzt erstmal die Schilde rauszuloggen. Einmal hat es wenigstens funktioniert. Wie gesagt, wir bräuchten eigentlich auch gar nichts wischen. Wir könnten das auch einfach so durchlaufen lassen, weil der schildert ja eh die ersten zwei Sachen ab. So. Wir kriegen nochmal die zweite Steinkante durch. Ich weiß nicht, ob ich dann einmal schilden soll. Um zu gucken, wenn ich nochmal eine Steinkante drauf haue, ob sein Tanzer dann in der Ecke liegt oder ob wir seine Attacke durchgehen lassen sollen. Ich lasse es mal durch. Ich gucke einfach mal, wie viel das Schaden macht und mit was der überhaupt angreift. Felsgrab, okay. Hat auf jeden Fall gut Schaden gemacht, aber vielleicht schaffen wir es trotzdem, unsere nochmal zu machen. Das sieht auch gut aus. Zum Glück habe ich also nicht geschildert. Hab zwei Schilde noch dabei für den nächsten Gegner. Wir sind aber sehr effektiv gegen ihn, wir hauen da richtig drauf. Er kommt mit seinem Stalos. Und da würde ich jetzt natürlich das Kyogre nehmen. Wir sind auf jeden Fall sehr effektiv. Hauen trotzdem direkt mal den Surfer drauf, vielleicht liegt es dann schon in der Ecke. Dann bin ich gespannt, was er als drittes hat. Aber wie gesagt, eigentlich finde ich das keine große Herausforderung. Ich weiß, viele haben Probleme bei den Bossen. Viele verzweifeln schon an den Rüpeln. Kommt halt immer auf eure Pokémon an, wie gut ihr da bestückt seid mit euren Teams. Wir nehmen mal ein Schild. Ich habe die Attacke voll gehabt, habe sie trotzdem nicht gemacht. Weil der hat ja nicht so viel Energie übrig, damit ich die Attacke eben mitnehme zum nächsten. Sherox, okay. Wir setzen mal den Surfer ein. Ah, daneben. Jetzt müsste ich theoretisch ja gleich schon den nächsten Surfer machen können. Wir machen das jetzt weiter mit dem Kyogre. Ich würde aber nicht schilden, ich würde das Schild mit dem zum Despot da. Aber ich denke mal, vielleicht ist es eh schon... Oh,
Könnte sein, dass er seine Attacke gar nicht durchbringt und wir vorher auch schon fertig sind. Zwei Pokémon fertig. Keine Gefahr für uns auf jeden Fall. Jetzt zählt das ja sicherlich zur Aufgabe mit Rette drei Pokémon, dass das zweite ist, was wir retten. Und wenn wir den Rüpel, wenn er noch da ist, und wir den Rüpel auch gleich noch mitmachen, müsste das auch noch direkt für die besiege drei Rüpel zählen. So können wir das also alles schön verbinden. Ich nehme wieder eine goldene Beere zur Sicherheit, dass es nicht flieht. Ne? Weiß nicht, was ist, wenn es flieht, weil wenn es flieht, ist es ja nicht gerettet. Dieser dreckige Wind. Ja klar, Ramses, natürlich ist das der Wind. Das bist nicht du. Ich stell mich einfach mal so hier davor, da sieht man nichts. Nein, da merkt man den Wind nicht so. Ich weiß aber nie, wie soll ich denn hier einen Windschutz dran basteln? Ja, beziehungsweise mit einem extra Mikrofon oder irgendwas. Wir haben auf jeden Fall jetzt zwei von drei gerettet. Jetzt habe ich vergessen, das zu bewerten. Das könnte ja trotzdem ein gutes sein. Ist es aber nicht. Und ich habe wieder mal Pech, denn der Rüpel ist auch fort. Jetzt muss ich mich aber trotzdem beeilen, weil die Map sagt mir, dass der am Denkmal, also Denkmal am Museum, dass der nur noch 2 Minuten da ist. Jetzt nur noch 1 Minute, also noch 50 Sekunden. Und der befindet sich hier vorne. Jeder normale Mensch würde jetzt rennen. Aber so ein Ramses, ne? Wenn ich jetzt nicht überfahren werde, schaffe ich es vielleicht durch. Digga, komm, den kriegst du noch. Einmal links, einmal rechts. Jetzt rennt er da runter, dabei laufe ich da hoch. Da geht noch ein Regira, ein Kyurem auf. Komm, ich bin gleich da. Warte auf Daddy. Nein, das ist pervers. Und wir haben ihn gedreht. Der Rüpel ist da. Jetzt bloß nicht zurückgehen. Sonst ist der fort und passiert gar nichts. Der hat Typ normal. Das heißt, wir stellen euch erstmal irgendwo ab. Machen wir es hier so. So. Typ normal. Dann nehmen wir Kampf, sonst was. Ich gebe einfach mal Kampf ein, nehme hier einen Meistergrief, 2 Machomai. Vielleicht hat er jetzt auch einfach nur Radfratz im Gepäck. Das wäre natürlich richtig lustig. Radfratz, da haben wir auch gleich was zu mal lösen. Obwohl wir müssen ja gar keine mehr lösen. Hebe ich mir aber trotzdem auf, falls bei der Top-Herausforderung noch was mit Erlösen kommt, dass ich den noch mitnehmen kann. Machen wir einmal einen Wuchtschlag. So, mit seiner Knolle auf dem Kopf. Vor einiger Zeit habe ich auch nur so ausgesehen. Hat sich jetzt geändert, ne? Und noch ein Alter, noch ein dickes, fettes Relaxo hinterher. Das ist eigentlich cool. Muss ich aber keine Angst haben, ich bin ja gut aufgestellt. Ich kann ja ordentlich Schaden machen. So, nochmal einfach fabelhaft. Sehr effektiv mit seinen roten Schlitzaugen. Finde ich aber traurig, als ich vorhin zu Hause gesessen habe, war fast die ganze Map voll. War fast die ganze Map voll mit irgendwelchen Rüpeln. Jetzt geht man raus und es sitzt nur noch einer da. Beziehungsweise ein anderer ist noch beim Friedhof oben. Muss ich wieder ans andere Ende der Stadt. Und wenn der noch lange genug sitzt, hat das auch Sinn. Vielleicht hat es aber auch gar keinen. Wir nehmen das Radfratz auf jeden Fall mit. Das müsste ja so drin bleiben. Komm, es ist nur eine Maus. Was will die schon ausrichten? Und sie kommt raus. Okay, wir nehmen einfach die goldene Beere, bevor wir uns in die Hose machen. Einmal zack. Der Kreis ist so groß und wir treffen einfach nicht rein. Ihr seht, der Ramses, der kann das. Vielleicht ist es ja jetzt ein 100er Mäuschen. Obwohl mir das eigentlich auch komplett egal wäre. Was will ich mit einem 100er Radfratz? Habe ich schon. Und aus dem Krypto heraus, weiß ich nicht. Ist eigentlich eh nur zum Sammeln. Wir haben ein mysteriöses Teil gefunden. Jetzt ist es also doch wieder so, dass der Rocketradar wieder neu zusammengebastelt werden muss. Also hatte ich wahrscheinlich 2 Stück. Ich wusste nicht, dass die sich stapeln können.
Aber ich glaube, ich hatte immer einen übrig, weil ich gar nicht keine Rocket Stops mehr gemacht habe. Und aus der einen Aufgabe gab es ja auch einen bei der einen Spezial-Dings. Also haben sich zwei gestapelt übereinander. So, da haben wir den nächsten Rocket Rüpel direkt vor uns. Ach, und wie schön. Er ist eben, der war noch nicht da. Josef Meyer Gedenk. So können wir den ja auch gleich machen. Nein, ich will aber die Reihenfolge einbehalten. Der war nämlich zuerst auf. Das heißt, wir nehmen den mit. Gucken, was da drin ist. Du wirst schockiert sein. Also Elektro. Dann nehmen wir am besten Boden oder Gestein. Nee, ich glaube nur Boden. Ob die jetzt Bodenattacken haben, habe ich auch wieder keine Ahnung. Wir nehmen einfach mal Groudon, genau. Groudon und Knackrack. Nehmen alles hier mit rein. Vielleicht. Was mache ich denn? Abstellen, kurz festhalten. Wir stellen euch mal kurz ab. Ein Voltilamm. Hier ist auch Pfand, ne? Und jetzt sehe ich gerade, an dieser Bank, neben der ich stehe, ist ein kleines Schildchen angeheftet. Sponsor. Lions Club Josef Meyer Hildburghausen. Mai 2019. Diese ganzen Insektenhotels, die wir unten im Park haben, die sind auch irgendwie alle von Lions. Da steht immer Lions International, sonst was. Und deswegen habe ich ja Lions North Insektenhotel, Lions South Insektenhotel, das versucht so zu nennen. Ich wusste nicht, was das ist, aber wie ich gerade sehe, sind die Bänke, die hier stehen, irgendwie auch gesponsert vom Lions Club. Heißt das jetzt, ich kann die Bank als Pokestop einreichen, ja? Weil die sind gesponsert, das ist vom Lions Club. Da steht Josef Meyer, da steht ein Datum dabei. Ich kann euch nach dem Kampf gleich mal das Schild zeigen. Obwohl Hibu hier ist, hier sind alle Zellen sowas von voll, hier kannst du sowieso nichts mehr einreichen. Also hier in der Marktgegend auf jeden Fall. Ist mir aber bisher noch nie aufgefallen. Bänke sind ja eigentlich nichts Besonderes, aber hier stehen auch zwei Carlsberger Flaschen. Sind nochmal 16 Cent Pfand, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Wir nehmen das Voltilamm mit, was da jetzt rauskommen müsste. Ein mysteriöses Teil. So. Komm raus hier, du Sau. Wir nehmen direkt gleich wieder eine goldene Beere. Wir wollen uns nämlich nicht ewig daran aufhalten. Pupsi ist jetzt auch auf dem Weg. Will nochmal mit zum Kaufland. Wollen wir vielleicht heute Chili-Burger essen oder irgendwas. Die Blinis, die ich gemacht habe, will ich dann vielleicht meiner Mom vorbeibringen, weil die sind sau lecker, die muss sie unbedingt mal probieren. Hätte ich nie gedacht. Habe ich sogar eine Folge Ramses Kitchen darüber gedreht. Ist zwar Quatsch, aber kann da auf jeden Fall auch irgendwann mal begutachten. Ist wieder extrem schlecht. Ich will euch aber mal kurz die Bank zeigen. So. Nicht unbedingt, dass da jetzt hier eine Carlsberg-Flasche steht und da, aber einfach dieses Schild, was hier dranhängt. Sponsor Lions Club, Josef Meyer Hildburghausen. Das sieht auf jeden Fall gut aus. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Habt ihr auch so gesponserte Bänke bei euch? Aber nicht mal unten die Bank mit dem auffälligen Schild geht durch. Also, was wollen wir dann hiermit erreichen? Ich werde trotzdem mal ein Foto für den Extrem machen, ihm das schicken. Werde mich dahinter bewegen zu dem nächsten Stop und dann nehmen wir den noch mit. So, und was ich auch auf jeden Fall interessant finde, ist das Alola Mauzi Wild Spawn. Das hätte ich gar nicht gedacht. Es ist zwar Rocket Event mit Gift-Pokémon, Unlicht-Pokémon, irgendwas, keine Ahnung. Sitzt sogar bei uns hier am Stop und das kann ja auch shiny sein. Nicht nur das normale Mauzi, sondern auch das Alola Mauzi. Neben dem Alola Radfratz. Weg damit! Wir wollen das mal antippen. Das wäre jetzt richtig genial gewesen, da plötzlich noch ein shiny Alola Mauzi. Ich meine, ich habe die Familie voll, aber ist das erste Mal, glaube ich, dass man Alola Mauzi wild fangen kann. Wieder kommt der hässliche Wind. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall den letzten Stop hier noch mit, den letzten Rüpel. Wir drehen auch den Stop nicht, den lassen wir bitte so, wie er ist. Feueratem, das ist richtig genial und wieder Regigiga, so ein Mewtwo. Warum? Ich verstehe es nicht. Wir nehmen einfach mal hier die drei Kyokre rein. Das müsste ja dann funktionieren. Ich habe euch übrigens die ganze Zeit hier auf diese blaue Tonne gestellt. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Ich laufe aber einfach mal darüber, weil mir ist das hier alles zu offen, zu windig, zu komisch. Ich gehe mal hier hinter diesen komischen Baum. Der sieht auf jeden Fall richtig gut aus. So,
einmal Surfer eingesetzt. Kann ich euch nämlich hier drauf stellen. Und hier dürfte es etwas windgeschützter sein. Wir laden noch einmal den nächsten Move, hauen den dann direkt auf das letzte Pokémon. 1, 2, 3. Ich habe keine Ahnung davon. Oh mein Gott. Weil müssen wir noch Power-Ups machen. Jetzt hätte ich vorhin das nicht, das Gelabra nicht komplett gepusht. Hätte ich jetzt noch mal 2 Power-Ups da drauf machen können. Jetzt haben wir den normalen Rüpel besiegt. Und vergesst alles, was ich vorhin gesagt habe. Von wegen 3 Rüpel besiegen sind Rüpel und 2 Pokémon retten. Müsst ihr aus Ballons machen. Ihr könnt auch normal, wenn ihr einen normalen Rüpel auf dem Boden besiegt, zählt das auch zu Pokémon retten. Was meiner Meinung nach eigentlich richtig schwachsinnig ist, weil in dem Moment, wo ihr 3 Rüpel besiegt auf dem Boden, habt ihr ja dann auch schon 3 Pokémon gerettet. Also die Aufgabe erledigt sich also von alleine sozusagen. Und ich dachte, das ist wirklich ein Unterschied, 3 Rüpel besiegen und 2 Pokémon retten, weil die hängen ja in der Luft. Die können ja nicht alleine wie Katzen, wenn die auf den Baum klettern. Und die Feuerwehr muss ausrücken und muss sie da vom Baum runterholen. Ist leider doch nicht so schlau, wie ich dachte. Beziehungsweise der Brain hat das gesagt, dass das so ist. Ich hoffe, Malle irrt sich. Dann erzähle ich jetzt aber gerade Mist. So habe ich vorhin nur Mist erzählt. Sucht euch aus, was besser ist. Wenn ihr eine andere Erfahrung habt, oder schreibt mal rein, wie es bei euch ist. Zählen die normalen Rüpel dazu? Ich kann sie jetzt leider nicht mehr ausprobieren. Ich habe ja erst 2 Ballons gemacht und deshalb 2 gerettete Pokémon gehabt. Und jetzt habe ich ja im Nachhinein 3 Rüpel gemacht, normal auf dem Boden. Wenn ihr aber die Aufgabe ohne Ballons gemacht habt, weil die Rüpel auf dem Boden zählen und ihr keine Ballons braucht, aber ist das schlecht, oder? Dann schreibt es auch einfach mal mit rein. Jetzt haben wir das auf jeden Fall auch fertig. Verwendet 3 Power-Ups bei Pokémon. Dann nehmen wir mal... Was können wir noch machen? Wir nehmen einfach mal dieses Aeropterix, weil das ist cool. Da habe ich 6 Bonbons, 12 Bonbons, 18 Bonbons, 20 hatte ich. Da können wir 3 Pushes machen. Dann geht man hier drauf. Das nähert sich auch der 3000er Grenze. Das kommt also locker über 3000. Push mal das einfach mal mit, damit macht man eigentlich nichts. Aber das sieht lustig aus, weil es auch so ein bunter Vogel ist. Einfach nur, wir gehen wieder zurück. Jetzt tut mein Knie erstmal weh. Wir holen die 3 Belohnungen ab, nehmen die Kapitelbelohnung mit. Da müsste jetzt noch ein Absol rauskommen, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben den Super Rocket Radar bekommen. Hier also das Absol. 1048. Das nehmen wir auch mal hier mit gelber Beere mit. Zack, das wäre doch einfach fabelhaft gewesen, aber wir haben natürlich daneben geworfen. Wir drücken nochmal. Ja, es bleibt schon drin, egal. Chance wieder mal verpasst. Oh, ich habe solche Knieschmerzen jetzt. Huckert euch nicht hin, wenn ihr 3 Tonnen wiegt. Auch relativ schlechte IV. Das ist im Prinzip das 3. Kapitel gewesen. Wir wissen ja alle, was passiert. Wenn wir den Super Rocket Radar einschalten, dann müsste nämlich irgendwann dieser dreckige Giovanni auftauchen, gegen den ihr kämpfen könnt. Und wenn ihr den besiegt, könnt ihr ein Krypto Suicune bekommen. Ich habe keine Ahnung, wann der kommt, wie der kommt, was auch immer. Beziehungsweise, nö, wir können, der muss gar nicht aus dem Ballon kommen. Wir können jetzt wahrscheinlich hier hinlaufen, können die mitnehmen. Und dann kann es sein, dass er auch da runterkommt. Denn es ist ja normal gewesen mit dem Super Rocket Radar, dass ihr den in der Stadt finden könnt. Es war nur das Problem, an den Super Rocket Radar zu kommen. Ich glaube, für Giovanni mache ich aber eine extra Folge. Extra Suicune, Krypto Suicune gefangen. Ist vielleicht ganz interessant. Und dann haben wir natürlich noch die Top-Kampf-Herausforderung. Besiege 15 Team Go Rocket Rübel. Besiege einen Team Go Rocket Boss 5-mal. Und besiege den Boss von Team Go Rocket. Sonntag ist, glaube ich, ein Rocket-Event, eine Rocket-Invasion. Da werde ich versuchen, so viele wie möglich zu machen. Dann müssten diese Aufgaben fertig sein. Ich werde euch dann eine Zusammenfassung davon geben, was ich alles bekommen habe, wie viele ich gemacht habe. Dann müssten die Aufgaben auch fertig sein. Vorher versuche ich das mit dem Giovanni als extra Video zu machen. Also, es kommt auf jeden Fall alles. Ich bin gespannt. Und ob ich diesmal ein gutes Suicune bekomme, obwohl das ja eh hässlich ist. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.